Setzen Sie ein. Wo oder wohin? Ich setze mich auf das Sofa. Ich sitze auf dem Sofa. Ich setze mich an den Tisch. Ich sitze am Tisch. Ich hänge die Jacke auf den Stuhl. Die Jacke hängt auf dem Stuhl. Die Lampe hängt an der Decke. Ich hänge die Lampe an die Decke. Ich stelle das Glas auf den Tisch. Das Glas steht auf dem Tisch. Ich lege das Buch auf das Regal. Das Buch liegt auf dem Regal. Ich setze mich vor den Fernseher. Ich sitze vor dem Fernseher. Ich setze mich auf den Teppich. Ich sitze auf dem Teppich. Ich stelle das Buch ins Regal. Das Buch steht im Regal. Die Uhr hängt an der Wand. Ich hänge die Uhr an die Wand. Ich gehe zum Schrank. Ich stehe vor dem Schrank. Ich lehne es an den Stuhl. Es lehnt am Stuhl. Ich setze mich auf den Platz. Ich sitze an meinem Platz. Er spielt im Wohnzimmer. Er geht ins Wohnzimmer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao.
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die verschiedenen Kasus an und die dazu passenden Fragen. A. Wessen, B. Wer, C. Wem und D. Wen. Wessen ist Genitiv, wer Nominativ, wem Dativ und wen Akkusativ. In der Aufgabe sind sie in verschiedenen Farben gehalten. Setzen wir ein. Wer hat wem geholfen? Wer Nominativ, wem Dativ? Wen hat sie bedroht? Wen Akkusativ? Wer holt wen von wem ab? Wer Nominativ, wen Akkusativ, wem Dativ? Wessen Handy klingelt schon wieder? Wessen Genitiv? Wer belügt hier wen? Wer Nominativ? Wen Akkusativ? Und noch einmal alle Sätze. Wer hat wem geholfen? Wen hat sie bedroht? Wer holt wen von wem ab? Wessen Handy klingelt schon wieder? Wer belügt hier wen? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Setzen Sie ein, wo oder wohin? Er sitzt im Schlafzimmer. Sie geht ins Schlafzimmer. Er ist im Flugzeug. Sie steigt ins Flugzeug. Er ist auf dem Weg. Sie macht sich auf den Weg. Er sitzt auf dem Bett. Sie setzt sich auf das Bett. Er kocht in der Küche.
Sie kommt in die Küche. Er arbeitet im Büro. Sie kommt ins Büro. Er ist in der Garage. Sie geht in die Garage. Er ist im Vorgarten. Sie fährt in den Vorgarten. Er liest auf dem Klo. Sie kommt vom Klo. Er sitzt auf dem Sofa. Sie setzt sich auf das Sofa. Er liegt auf dem Liegestuhl. Sie legt sich auf den Liegestuhl. Er arbeitet in einem Raum. Sie geht in einen Raum. Er sitzt am Esstisch. Sie setzt sich an den Esstisch. Er ist im Auto. Sie steigt ins Auto. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Verben mit Präpositionen bzw. Ausdrücke mit Präpositionen an. Er fährt damit fort. Fortfahren mit plus Dativ, das bedeutet weitermachen. Sie beeilt sich damit, das heißt, sie macht es ganz schnell. Sich beeilen mit plus Dativ. Er nimmt daran teil. Teilnehmen an plus Dativ. Teilnehmen heißt mitmachen. Sie geht darauf ein. Eingehen auf plus Akkusativ. Er nimmt darauf Bezug. Bezug nehmen auf plus Akkusativ. Man könnte auch sagen, sich beziehen auf plus Akkusativ. Es gibt einen Hinweis darauf. Einen Hinweis geben auf plus Akkusativ. Das bedeutet hinweisen auf oder darauf hinzeigen, hindeuten. Sie gewöhnt sich daran. Sich daran gewöhnen. Sich gewöhnen an plus Akkusativ.
Es wird normal für sie. Und jetzt noch einmal alle Verben. Er fährt damit fort. Sie beeilt sich damit. Er nimmt daran teil. Sie geht darauf ein. Er nimmt darauf Bezug. Es gibt einen Hinweis darauf. Sie gewöhnt sich daran. Ich hoffe, dass euch das Video geholfen und gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Und jetzt die Wiederholung. Hallo, in diesem Video sehen wir uns einige Verben und Ausdrücke mit Präpositionen an. Diese stehen in Fragen. Wir beginnen also immer mit wo plus der Präposition. Fangen wir an. Worin besteht der Unterschied? Bestehen plus in. Wofür interessierst du dich? Sich interessieren für plus Akkusativ. Worum handelt es sich? Sich handeln um plus Akkusativ. Woran merkst du es? Merken an plus Dativ. Worauf legt er Wert? Wert legen auf plus Akkusativ. Wofür steht es zur Verfügung? Zur Verfügung stehen plus für plus Akkusativ. Woran lag es? Liegen an plus Dativ. Und jetzt noch einmal alles. Worin besteht der Unterschied? Wofür interessierst du dich? Worum handelt es sich? Woran merkst du es? Worauf legt er Wert? Wofür steht es zur Verfügung? Woran lag es? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt eine kleine Wiederholung. Bis dann. Tschüss. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragewörter woher, wo und wohin genauer an und dazu passen die Präpositionen. Zuerst die Sätze. Woher kommt er? Er kommt, ihr, Hause. Wo ist er? Er ist, ihr, Hause. Wohin geht er? Er geht, ihr, Hause. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. In, B. Von, C. An, D. Zu, E. Nach
F bei. Setzen wir ein. Woher kommt er? Er kommt von ihr zu Hause. Von ihr, das ist eine Person, von ihr zu Hause. Wo ist er? Er ist bei ihr zu Hause. Wo ist er? Bei ihr. Bei ihr ist die Person. Wo? Zu Hause. Er ist bei ihr zu Hause. Wohin geht er? Er geht zu ihr nach Hause. Zu ihr, das ist die Person, nach Hause. Wohin? Er geht zu ihr nach Hause. Und noch einmal alle Sätze. Woher kommt er? Er kommt von ihr zu Hause. Wo ist er? Er ist bei ihr zu Hause. Wohin geht er? Er geht zu ihr nach Hause. Wir unterscheiden Personen und Hause, also das Zuhause. Wir sagen, wohin, zu ihm oder zu ihr. Und wir sagen, nach Hause. Wir fragen, wo, bei ihm oder bei ihr. Und zu Hause. Und wir fragen, woher, von ihm oder von ihr. Und von zu Hause. Und jetzt noch einmal eine kleine Wiederholung. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es und gebt mir ein Like. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Wort zu genauer an und setzen es ein, wenn es nötig ist. Achtung, es ist aber nicht immer nötig. Ich biete dir an, dir einen Kaffee zu bringen. Ich helfe dir dabei, Arbeit zu finden. Ich bitte dich darum, zu mir zu kommen. Ich beabsichtige, eine Ausbildung zu machen. Ich fange damit an, dir zuzuhören. Zuzuhören ist ein Wort. Ich bitte dich, zurückzukommen. Zurückzukommen wird zusammengeschrieben. Ich biete dir an, mitzukommen. Mitzukommen ist ein Wort. Ich bitte dich darum, zu kommen. Ich helfe dir dabei, einen Job zu finden. Ich danke dir dafür, auf mich gewartet zu haben. Und noch einmal. Ich biete dir an, dir einen Kaffee zu bringen.
Ich helfe dir dabei, Arbeit zu finden. Ich bitte dich darum, zu mir zu kommen. Ich beabsichtige, eine Ausbildung zu machen. Ich fange damit an, dir zuzuhören. Zuzuhören ist ein Wort. Ich bitte dich, zurückzukommen. Zurückzukommen wird zusammengeschrieben. Ich biete dir an, mitzukommen. Mitzukommen ist ein Wort. Ich bitte dich darum, zu kommen. Ich helfe dir dabei, einen Job zu finden. Ich danke dir dafür, auf mich gewartet zu haben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns das Verb brauchen genauer an und wann wir zu verwenden und wann nicht. Zuerst die Sätze. Er braucht Liebe. Er braucht das Er braucht kein Geld. Er braucht das tun. Er hat das tun. Setzen wir ein. Zu oder nichts. Er braucht Liebe. Kein Zu mit Nomen. Er braucht das. Kein Zu. Er braucht kein Geld. Kein Zu. Wir haben den Artikel kein. Er braucht das nicht zu tun. Achtung, hier brauchen wir ein nicht, wenn wir zu einfügen. Wir können im Deutschen nicht den Ausdruck er braucht das zu tun verwenden. Das Verb kann nur im negativen Sinn verwendet werden. Er hat das zu tun. Das bedeutet, er muss es tun. Und jetzt noch einmal. Er braucht Liebe. Er braucht das. Er braucht kein Geld. Er braucht das nicht zu tun. Und er hat das zu tun. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal eine kleine Wiederholung.